Hallo. Heute haben wir gearbeitet auf dem Vineyard wie die letzten beiden Tage. Oh, ich merke gerade, das Licht schmeichelt mir. Verzeiht. Ja, wir haben heute gearbeitet auf dem Vineyard. Allerdings, wie man das so sieht, es pieselt. Ja, und jetzt haben sie nach 3 Stunden halt beschlossen, wir müssen heute nicht weiterarbeiten, weil dann es wird alles auch matschig und muddy und nee, das müssen wir nicht machen. Haben sie gesagt, denn die letzten beiden Tage haben wir gearbeitet. Den ersten Tag haben wir wirklich den ganzen Tag. Ich habe das hier irgendwo hingesteckt hier. Diese Dinger hier. Ja, die kann man auch ziehen. Ich habe da mal eins mitgehen lassen. Die nennen sich Jiffy Clips und Jiffy Clips sind dafür da, der Wein, der wächst ja nach oben und da sind so Drähte gespannt, an denen er sich hochhaken soll. Und ein Schlauch muss an diesen Drähten befestigt werden, damit es gewässert wird. Und dieser Schlauch muss man vom Boden aufheben. So. Muss man ohne Unbögen den Schlauch nehmen. Den hier dran nehmen, nimmt man den Jiffy Clip. Den hat man in einer schönen Bauchtasche, macht das dran. Dann geht man 3 Schritte weiter und macht dasselbe. Und das 8 Stunden lang. Und wenn ich wieder zurückkomme, habe ich wahrscheinlich Oberschenkel, dass ich Melonen oder das Patriarchat damit zerquetschen kann. Ja, deswegen, ich laufe wie eine alte Frau, Malte auch. Gestern haben wir dann noch eine neue Aufgabe bekommen. Da mussten wir so Schutzteile über die Pflanzen machen. Das ist nicht ganz so langweilig und ganz so anstrengend. Es geht irgendwo trotzdem noch gut rein. Und wir müssen halt jeden Morgen 5:30 Uhr aufstehen. Aber es gibt Geld. Also Minimum Wage, das sind $14 irgendwas pro Stunde. Aber das ist okay. Ich meine, wir kommen damit gut über die Runden. Sehr gut sogar. Ja, und jetzt genau, aber das ist der Punkt, wenn ich, also eigentlich müssen wir jetzt noch arbeiten, aber ich kann euch ja mal unser Kingdom hier zeigen. Also, ja. Ihr habt ja schon. Wir haben jetzt ein Einzelzimmer. Da haben wir eine riesengroße Fensterfront. Das finde ich sehr, sehr schön. Ansonsten hier halt unser Doppelstockbett. Vorteil, wenn man alleine wohnt. Also nur hier, ohne Eltern, ohne irgendjemanden. Man muss sein Bett nicht machen. Ja, ich bin ein bisschen faul. Ja, und ansonsten, was habe ich denn hier noch? Ich habe, hier ist mein kleiner Nupsi. Ja, und hier habe ich immer Bilder, die werden regelmäßig durchrotiert. Zurzeit ein Pappabend. Ja, und ich habe einen Dino. Den habe ich mal überredet zu kaufen und ungefähr 3 Wochen hat er nachgegeben. Weil der wird wahrscheinlich auch hier bleiben, aber ich weiß noch nicht. Wenn man den so nimmt, oh, ein Stückchen Tee, oh no, no, I possibly can't. Das kann ich nie annehmen. Ja, no, 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 no. Yeah, ich brauche sowas. Ja, genau, ansonsten hier ist halt unser Geschirr, Wäsche. Ist spartanisch, aber ich finde es schön. Und jetzt gehen wir mal nach vorne. Durch den Flur. Hi. Und schön trifft man gleich jemanden. Und zeige euch ein bisschen, wie wir hier so wohnen. Ja, wir haben hier eine große Küche. Das ist ganz praktisch. Und eine TV-Area. Da sitzen wir meistens zusammen abends und gucken ein bisschen Fernsehen. Malte, was kommt denn gerade Schönes? Irgendwas mit Kochen. Kochen? Ja, kochen, kochen und Fische. Aber das habe ich ja schon mal erzählt. Na gut, dann gucken wir jetzt mal Kochen und Ich glaube, Fische. das ist Masterchef Neuseeland, nicht Australien. Aber Australia weiß ich, bin ich für René. Mal gucken. Ja, aber das ist jetzt auch Banane, weil das guckt ihr eh nicht. Oh, du isst Sandwich. Ah ne, da ist Käse drauf. Malte hat diesen abgepackten Käse gekauft. Das nehme ich ihm übel. Wir haben ein bisschen Sonnenbrand, aber es geht. Ja, hier. Sieht man, glaube ich, nicht. Ja, Sonnenbrand und Muskelkater. Aber wir cremen uns immer ein. Aber selbst wenn man sich da jede Stunde einmal eincremt, wenn du 8 Stunden in der prasselnden Sonne ohne Schatten stehst, wird das nichts. Oh. Ja, ich komme. Ich hab dich lieb und man sieht sich und so, ne?
Ach so, frohes Neues, heute ist Silvester. Sag mal, wie schön ich wohne, ich schön zu bezahlen.